Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn bei euch der Windows Error 0xc 5 mal die 0 und dann noch eine E vorkommt, wie wir das Ganze beheben können, werde ich euch heute Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings ins Video rein starten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch, und zwar würde ich mich wirklich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar von euch freuen. Ja, ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude und deswegen sollte man sich ja hier die Frage stellen, warum nicht, oder? So viel dazu. So, starten wir direkt ins Video rein. Wie können wir den Fehler 0xc00000e beheben bei Windows? Zuerst würde ich euch unbedingt mal empfehlen, dass ihr mal euren PC startet, aber mit, also alle angeschlossenen Geräte einmal entfernt. Das heißt, alle Kabeln, die drin stecken, alle USB-Kabeln von Maus, Tastatur etc., einfach mal entfernen und dann den PC einmal neu starten. Das ist das Erste, was ich euch unbedingt empfehlen kann. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann gehen wir weiter, und zwar gehen wir einfach mal in die Einstellungen. Einstellungen, Settings, wie auch immer. Gehen dann hier in den Reiter Windows Update und hier, also im Grunde natürlich mal das neueste Update haben, egal ob ihr jetzt Windows 11 oder Windows 10 habt. Unbedingt hier einmal Check for Updates und dann hier das neueste Update installieren. Bei mir steht jetzt You're Up to Date. Und der letzte Check war heute um 11 Uhr, also wird da alles passen. Dann gehen wir weiter, und zwar hier unten in Advanced Options. Und hier gehen wir dann in einmal Recovery. Und hier gehen wir dann in Fix Problems Without Resetting Your PC. Und hier können wir dann einmal die Recommended Troubleshooter Preferences, auch bei mir auf Englisch, bei euch ist das halt dann auf Deutsch, oder halt auch auf Englisch, wie auch immer, gehen wir hier statt Ask me before running, run automatically, don't notify me. Das anwählen, und dann gehen wir noch rein bei Other Troubleshooters und gehen dann hier einmal, gehen einmal den Windows Update Troubleshooter durch, das heißt hier mal Run drücken, und dann werden Probleme detected. Und hier kommen dann gegebenenfalls irgendwelche Probleme auf, die ihr dann beheben könnt. Okay, hier gibt es ein Detected Problem, Check for Windows Update Issues. In meinem Fall macht es jetzt hier nichts. Wir können auf Close drücken, aber gegebenenfalls könnt ihr hier natürlich Probleme beheben, oder es wird sogar automatisch direkt behoben. Wir können auf Close drücken und auf Close, und wir sind fertig. Das war's schon, ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn das so ist, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, unbedingt auch einen Kommentar da lassen, dann werde ich euch so schnell es geht helfen. Ansonsten war's das, bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.